Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin heute in Bonn unterwegs, wie ihr vielleicht schon im Hintergrund sehen könnt, um nach den neuesten Fashion-Trends für 2020 zu suchen. Ich habe mich natürlich wie immer im Vorfeld gründlich informiert und im Internet und in Zeitungen geschaut, was denn so 2020 alles im Trend sein soll. Die einzelnen Trends, die ich persönlich am interessantesten finde, werde ich euch auch gleich vorstellen und dann schauen, ob man die denn schon in den Läden finden kann. Und jetzt werde ich euch erstmal den ersten Trend genauer beschreiben und dann laufen wir mal los und gehen in die Läden. Es gibt natürlich immer super viele Trends, die jedes Jahr immer wieder kommen und dementsprechend auch immer im Trend sind, wie zum Beispiel Karo-Muster im Herbst-Winter oder florale Muster im Frühling und Sommer. Aber ich habe jetzt einfach mal so ein paar Trends rausgesucht, die für mich relativ neu sind, wo ich halt gesehen habe, dass die angeblich in 2020 jetzt im Trend sein sollen. Unter anderem sind das Bermuda-Shorts. Ja, ich habe gelesen, dass Bermuda-Shorts dieses Jahr ein Comeback haben sollen. Das sind einfach kurze Hosen, die so knapp bis zum Knie gehen. Und wenn ich meine Fotos von damals angucke, muss ich sagen, finde ich das nicht so schön. Allerdings weiß ich nicht, wie die jetzt heutzutage wohl geschnitten sind, wie das dann generell so mit der Passform aussieht. Und da bin ich gespannt, ob wir da jetzt schon das ein oder andere Exemplar in den Läden finden. Und ich würde sagen, schauen wir mal. Der erste Trend war leider schon direkt ein Fail. Ich habe nirgendwo irgendwelche Bermuda-Shorts, auch noch nicht mal sowas in die Richtung gefunden. Es kann natürlich sein, dass wir einfach noch ein bisschen zu früh dran waren, dass es vielleicht erst später Richtung Frühling, Sommer in die Läden kommt. Trend Nummer zwei ist auch sehr interessant und zwar soll gehäkelte Kleidung jetzt im Trend sein. Ja, ich persönlich finde es auch teilweise ganz schön, wenn man irgendwie so ein gehäkeltes Crop-Top hat oder irgendwie sowas in der Art. Aber es ist natürlich auch immer so eine Sache, was zieht man da drunter? Und ich muss sagen, sowas habe ich jetzt schon echt lang nicht mehr in irgendwelchen Läden gesehen und bin wirklich gespannt, ob man da was findet. So ein paar Teile, die waren teilweise aus Spitze und an den Seiten war gehäkelt oder ich habe ein paar Bikinis gefunden, aber jetzt auch noch nicht ganz so viel. Ich finde aber auch hier, dass das eher ein sommerlicher Trend ist, also vielleicht kommt das noch. Trend Nummer drei soll buntes Leder sein, beziehungsweise halt Fake-Leder. Leder ist ja eigentlich immer im Trend, Lederjacken oder Lederhosen, aber meistens ja eher so in Schwarz oder Braun. Hin und wieder gibt es auch mal Rot, aber jetzt sollen halt auch bunte Leder halt wirklich im Trend sein. Also pink, blau und so weiter. Und ich glaube, so ein Trend finde ich ganz cool. Irgendwie mal so eine knalligere Lederjacke oder sowas in der Art. Hätte ich Bock drauf, aber gesehen habe ich sowas noch nicht. Mal schauen, ob ich diesmal, wenn ich drauf achte, was in den Läden finde. Und hier haben wir direkt zwei Trends in einem. Einmal buntes Leder und auch grün. Und auch noch dieses Kaki-Dunkelgrün. Ist jetzt hier in so einem richtigen Lackleder. Das muss man natürlich mögen. Meins ist es jetzt nicht. Trend Nummer 4 ist Vintage Denim, also Jeans, die zum Beispiel so Patchwork drauf haben oder halt irgendwie so ein bisschen auf alt gemacht aussehen. Finde ich ganz interessant. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sowas selber anziehen würde, insbesondere halt dieses Patchwork. Ich weiß nicht, ob das so ganz mein Style ist. Aber generell sehe ich halt, dass sich die grundsätzliche Silhouette von allen möglichen Kleidungsstücken verändert im Laufe der Zeit. Früher war ja eher alles so ein bisschen taillierter und die Hosen eher enger. Es gibt sogar Leute, die sagen, dass die Skinny Jeans wirklich gar nicht mehr im Trend ist. Ich glaube, das dauert aber wirklich noch, bis jeder weite Hosen trägt. Auf jeden Fall ist die moderne Silhouette wesentlich lockerer geworden. Also alles ist eher oversized auch ja, und länger geschnitten. Und ich bin mal gespannt, ob es echt solche weiten Jeanshosen mit Patchwork und generell so im Vintage-Stil in den Läden zu finden gibt. Sieht schon so ein bisschen Vintage aus, finde ich. Aber Patchwork ist auch nicht. Thank you.
Ja, Vintage-Denim habe ich leider in der Art auch nicht wirklich gefunden. Es gab schon viele Hosen, die man jetzt schon so kennt. Mom-Jeans sind ja auch ziemlich Vintage. Die waren ja vor einigen Jahren schon mal in. Es gab auch viele, die so ein bisschen eine Waschung hatten, die ein bisschen auf alt gemacht war. Aber jetzt irgendwelche Patchwork-Jeans oder so habe ich gar nicht gefunden. Und ich glaube auch tatsächlich nicht, dass das in Hülle und Fülle in die Läden kommen wird. Trend Nummer 5 sind Bra-Tops. Also letztendlich sehen die aus wie BHs oder so Bralettes. Und die sollen jetzt 2020 ausgehtauglich werden. Das heißt, man kann anscheinend wirklich nur im BH raus. Crop-Tops sind ja schon immer so eine Sache, wenn man da am Bauch ein bisschen Haut zeigt. Mache ich manchmal, aber als auch nicht immer. Das muss man sich natürlich auch schon trauen. Aber jetzt nur in einem BH würde ich persönlich nicht rausgehen, auch wenn der theoretisch ausgehtauglich ist. Wenn, dann würde ich wahrscheinlich irgendwie einen Blazer drüber anziehen. Und das ist dann auch eher für mich ein Look zum abends weggehen, zum Feiern gehen oder wenn man irgendwie auf einem besonderen Event ist. Ich bin gespannt, ob wir da was finden. Ja, Crop Tops gibt es ja in Hülle und Fülle, aber jetzt richtige Bra-Tops? Ich bin gespannt. Bra-Tops habe ich tatsächlich auch nicht viel in den Läden gefunden. Auch hier wahrscheinlich wieder, weil es einfach ein super krasses Sommerkleidungsstück ist. Und jetzt ist gerade ja einfach noch Winter und ich glaube, da könnte vielleicht in der nächsten Zeit noch das eine oder andere in die Läden kommen. Allerdings haben wir so ein paar schon gefunden, die so in die Richtung gehen, wo ich mir aber jetzt nicht so ganz sicher bin, ist das jetzt eher Unterwäsche oder ist das auch wirklich was, was man halt so tragen kann als Oberteil? Mal schauen. Trend Nummer 6 sind asymmetrische Schnitte, also alles, was irgendwie so ein bisschen außergewöhnlicher geschnitten ist. Zum Beispiel habe ich ganz häufig schon im Internet und in Zeitungen gesehen, dass zum Beispiel Oberteile nur einen Träger haben, das heißt, die eine Schulter ist frei oder dass halt Kleider irgendwie an manchen Seiten ein bisschen länger sind als auf der anderen Seite. Kann ganz schön aussehen, ist meine persönliche Meinung. Und jetzt gehen wir mal schnell in den Laden, denn es fängt gerade richtig an zu regnen. Asymmetrische Schnitte haben wir bei dem einen oder anderen Kleidungsstück schon gesehen. Insbesondere bei Röcken und Kleidern gab es halt oft solche Spitzen unten. Aber ich werde auch noch mal online schauen, ob ich da das ein oder andere finde, weil online sind meistens die Trends ein bisschen früher schon verfügbar. Trend Nummer 7 sind Longblazer. Und falls ihr mein Video in der Art vom letzten Jahr geschaut habt, dann wisst ihr, dass ich Longblazer schon mal vorgestellt habe. Dieses Jahr soll einfach der Trend noch krasser werden. Deswegen tue ich den auch hier noch in dieses Video mit rein. Also Blazer sollen einfach dieses Jahr länger werden, wie der Name schon sagt. Auch weiter geschnitten sein, gar nicht so tailliert, sondern eher ein bisschen gerader geschnitten. Ich persönlich mag das total. Ich habe ja sowas in der Art letztendlich schon fast an. Und ich glaube, da werden wir bestimmt das eine oder andere Teil in den Läden finden. Hier habe ich jetzt gerade so einen Leder-Longblazer gefunden. Das ist auch im Moment total im Trend. Also einmal halt Longblazer, Leder ja auch sowieso. Trend Nummer 8 sind abgestufte Kleider und Röcke. Es ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber letztendlich sind das Rüschen, die in verschiedenen Stufen an den Kleidungsstücken angebracht sind. Und das soll jetzt total im Trend sein. Ich bin nicht sicher, ob wir sowas in den Läden finden werden. Habe ich nämlich vorher noch nie so gesehen. Aber wir können ja mal schauen. Hier sieht man das ganz gut, was ich meinte mit diesen abgestuften Röcken. Dass es einfach so verschiedene Lagen an Stoff übereinander sind. Gestufte
Röcke und Kleider waren schon hin und wieder zu sehen. Meistens aber jetzt nicht, dass das verschiedene Lagen an Stoff waren, sondern eher, dass das mit einer Naht ein bisschen abgetrennt war. Das gab es ganz, ganz häufig. Besonders halt bei Kleidern habe ich das häufig gesehen. Trend Nummer 9 sind Punkte, also gepunktete Kleidung oder auch Polka-Dots genannt. Ist jetzt generell absolut nichts Neues. Das gab es schon, sogar 1960 und so schon. Aber das soll halt 2020 nochmal besonders im Trend sein. Ich habe in den letzten Jahren auch tatsächlich nicht so viele gepunktete Sachen gesehen. Deswegen bin ich gespannt, ob wir da jetzt besonders viele von finden werden. Thema Punkte, ihr habt es gesehen, in jedem Laden waren Punkte überall zu sehen. Also das war wirklich ein Trend, wo wir überhaupt nicht suchen mussten. Es war einfach allgegenwärtig. Also das scheint wirklich ganz, ganz groß 2020 zu sein. Und ja, ich bin gespannt. Ich finde Punkte manchmal ganz schön, aber ist jetzt nicht so, wo ich sage, wow, das ist es. Keine Ahnung, was sagt ihr dazu? Kommen wir jetzt mal zu den Trendfarben für 2020. Ich habe da viele widersprüchliche Meinungen gelesen, aber ich persönlich glaube, dass tatsächlich die Trendfarbe 2020 grün sein wird. Und da gibt es wirklich ganz viele verschiedene Nuancen, ob es jetzt eher khaki-grün ist, so ein dunkles Grün oder tatsächlich sogar neongrün. Also alles, was mit Grün zu tun hat, glaube ich, wird 2020 ganz groß werden. Ansonsten habe ich noch gefunden, dass anscheinend Blau auch eine Trendfarbe sein soll, insbesondere eher so ein bisschen hellblauere Töne oder auch Korallpink. Also nicht so ein richtiges Pink-Pink, sondern eher ein bisschen mit Orange gemischt. Ich bin gespannt, was wir da so finden werden. Ich persönlich bin eigentlich nie so ein großer Grün-Fan gewesen, aber in letzter Zeit gefällt mir Grün auch irgendwie immer besser, insbesondere wenn es eher so ein bisschen in die dunklere Richtung geht. Deswegen finde ich den Trend eigentlich ganz cool. Was meint ihr? Ja, die Trendfarbe Grün. Ich habe es euch gesagt, wir haben so viele grüne Sachen in den Läden gefunden. Sei es jetzt wirklich Grasknallgrün, aber auch Khaki-Grün. Ich glaube wirklich, dass das die Trendfarbe 2020 ist. Besonders jetzt, nachdem ich das alles noch in den Läden gesehen habe. Blau haben wir auch viel gesehen, aber jetzt nicht überdurchschnittlich viel, würde ich sagen. Und dieses Korallpink gab es auch teilweise häufiger, als ich es sonst gesehen habe. Aber vielleicht habe ich jetzt auch nur einfach ein bisschen mehr drauf geachtet. So, und der letzte Trend, den ich euch vorstellen möchte, sind diese Organza-Blusen. Falls ihr nicht wisst, was das ist, das sind letztendlich Blusen mit sehr, sehr weiten Ärmeln, die einfach so richtig voluminös aussehen. Meistens sind die auch transparent und generell sind die Blusen auch teilweise komplett transparent. Ich persönlich finde den Trend ziemlich cool. Ich weiß noch nicht so ganz, ob mir das steht mit diesen sehr, sehr weiten Ärmeln. Ich finde, ja, da muss man halt auch einfach der Typ für sein. Aber grundsätzlich finde ich das bei anderen zumindest super schön und ich hätte auch mega gerne die ein oder andere Bluse in der Art. Organza-Blusen waren überall zu finden, Leute. Also in jedem Laden haben wir Blusen gefunden oder auch so Jersey-Oberteile mit durchsichtigen großen Ärmeln. Also das gibt es wirklich in Hülle und Fülle überall. Scheint auch ein ganz großer Trend zu sein. Ich finde den ganz cool. Ich werde mir da auf jeden Fall die ein oder andere mal zulegen. Bisher habe ich, glaube ich, keine in der Art. Und ja, ist eigentlich ein ganz schönes Frühlingspiece, finde ich.
das schließt dann jetzt meine Trendsuche auch ab. Ihr seht schon, ich habe nicht so viel gefunden. Es kann wirklich gut sein, dass jetzt erst die richtigen Trends in die Läden kommen. Im Moment findet man noch viele Sale-Artikel, noch sehr viel Wintermode. Vielleicht bin ich ein bisschen früh dran gewesen. Ich bin auf jeden Fall gespannt und werde weiterhin die Augen offen halten, was es alles so in den Läden geben wird. Aber was auf jeden Fall ganz klar war, waren Punkte. Grün und Organza-Blusen. Also die drei Dinge habe ich sehr häufig gesehen. Das wird auf jeden Fall Trend. Und ja, jetzt bin ich mega gespannt, was ihr dazu sagt. Habt ihr schon bei den Trends, die ich jetzt nicht so gefunden habe, das eine oder andere bei euch in den Läden gefunden? Es ist ja auch immer so stadtabhängig. Da bin ich ganz gespannt und schreibt mir generell eure Meinungen zu den Trends in die Kommentare. Und dann sehen wir uns mit einem neuen Video ganz bald wieder. Bis dann. Ciao.